Hauptstadtsportler. Das Wetter ist wieder besser geworden. Es sind Sommerferien. Und ich werde die Zeit nutzen, um eine Woche mit meinen Pferden wegzufahren. Ihr seht schon hinter mir, das Gefährt wird gerade beladen. Und dann fehlen nur noch die Pferde. Und dann kann es losgehen. Es geht nach Nordrhein-Westfalen, NRW, in die Ecke bei Bielefeld. Und da werde ich mal ordentlich die Dörfer aufmischen. Letzte Woche standen bei Hauptstadtsport TV alle Zeichen auf Trabrennen. Auf der Trabrennbahn Mariendorf ging es heiß her beim Supertrott Cup. Ich meine, das passte alles und auch das Rennen vorher mit Chantal in Karlshorst, das war natürlich eine optimale Vorbereitung. Ein überraschender Sieg von Heinz Wevering, der mit 69 Jahren schon richtig alter Haudegen ist und 16.901 Siege schon eingefahren hat. Dieses Mal konnte er mit seinem Hengst Rainbow Diamond gewinnen. Also könnte meine Theorie, immer die Pferde mit den schönsten Namen zu wetten, vielleicht gar nicht so falsch sein, denn das Paar war überhaupt nicht favorisiert und somit gab es natürlich große Gewinne bei den Wetten. So wie ich lässt es auch Hauptstadtsport TV nächstes Wochenende etwas ruhiger angehen. Die Woche da drauf, da sind wir natürlich für euch am Start, denn dann geht's los mit dem Derby-Meeting. Trabrenn-Derby in Berlin, eine große Veranstaltung. Hauptstadtsport TV ist komplett für euch am Start. Mit mir und den Pferden gibt es eine ausführliche Berichterstattung. Ich mache mich jetzt erstmal mit meinen Pferden auf den Weg und vielleicht kann ich am Wochenende ja das Turnier, was ich in Nordrhein-Westfalen reiten werde, gewinnen. Man will ja nicht zu hoch die Ansprüche setzen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder beim Weekend Flashback. Und spätestens beim deutschen Traber-Derby-Meeting. Bis dann!